Hallo und willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Ja, Transport Fever im Schönbau. Und zwar auf der kompletten Norddeutschlandkarte im experimentellen Kartengrößenmodus. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Wir befinden uns jetzt hier gerade mitten in Dresden. Und irgendeine Mod hat unseren Spielstand zerstört. Ich kann ihn weder laden, noch ein Autosave geben, noch mein richtiges Save geben. Weder kann ich die Mod deaktivieren, noch wenn ich sie aktiviert lasse, sobald ich auf unserem alten Karten-Save Game auch nur irgendwas versucht hatte zu bauen, ja, ist das Spiel abgeraucht. So, das war für mich oder das gab mir den Anlass, dass ich mal unsere Mods alle durchgeschaut habe, alles nochmal runtergeschmissen habe und die ein oder andere neuen Sachen geholt habe. Auch hinsichtlich verschiedenster Texturen und Straßenmods und Kirchen und Burgen und Gelump und Zeug Teufel, hast du nicht gesehen? Alles Mögliche von großen Brücken bis hin zu, ach, wisst ihr, jede Menge, inklusive Fahrradwege und Straße hier, Seecafés und. Wir werden natürlich versuchen, Dresden aus unserer Hauptstadt erstmal beizubehalten und die ganze Geschichte hier einfach nochmal weitestgehend neu zu bearbeiten. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Wir fangen auf jeden Fall mal an, dass wir hier ein bisschen bulldozen werden. Und zwar nehmen wir uns hier die Geschichten mal ein Stückchen weg. Hallo, das kommt weg. Kommt auch weg. Und werden uns die Sache hier mal ein bisschen einebnen kurz. Hart. Denn hier wird unser Bahnhof hinkommen. Und neben dem Bahnhof werden wir hier dann wahrscheinlich auch mal so. Lasst euch mal überraschen. Ich habe da so die ein oder andere schöne Mod gefunden. Und haufenweise neue Bahnhöfe habe ich auch geholt. So, gucken wir mal. Wir werden auf jeden Fall. War das der. Nee, wo war er denn? Der Bahnhof Viersen. Wir haben ja auch eine Hochstation, haben wir auch. Bahnhof Forsthof, Dresden Neustadt. Den werden wir benutzen wieder. Und zwar in der Epoche 1990 mit Hochgeschwindigkeit, zweiten Straßenanschluss. Müssen wir nur mal schauen, wo wir den denn jetzt exakt mal reinzimmern werden. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel, um die Gleise da rauszufahren. Setzen den mal ein Stückchen hier außerhalb rein. Nehmen wir dann diese Geschichte hier auch noch weg. Kommt, das nehmen wir auch noch weg. Jawollo, reißt das mal ab hier. Es ist schon ärgerlich, aber zum Glück kann man sagen, ja, es war mir noch nicht allzu weit gewesen. Demnach können wir hier einfach auch noch mal anfangen, ganze Geschichte. Hier den Bahnhof, dann lassen wir das hier noch frei, weil das wird das Vorfeld, ein Bahnhofsvorfeld, sage ich schon. Das wird so ein bisschen. Haben wir den jetzt richtig rum? Haben wir richtig rum. Hier werden wir so ein bisschen Parkplätze mit reinbauen. Alles drumherum. Wir lassen uns einfach mit der Geschichte jetzt ein bisschen mehr Zeit und werden hier nicht so lapidari und Larifari mit dieser ganzen Sache anfangen. Denn wie ihr sehen könnt, wir haben hier auch noch Fußgängerwege und jede Menge Straßenkiesewege. Herrlich, da kann einem das Herz aufgehen. So, unsere primären Gleise werden diese hier sein. Schauen wir mal nur, dass wir hier auf der einen Höhe bleiben. Nehmen das mal so weit da raus. Denn das wird unsere quasi Hauptstrecke erstmal. Die ziehen wir gleich ein Stückchen länger. Werden dann die Gleise, die auch überall hinführen werden. So,
uns das mal hier an. Schauen wir mal, ob wir uns hier was Schönes zusammenbauen können. Jetzt haben wir ja auch wieder Platz. Oder immer noch Platz. Das ist die Fahrt da nach draußen. Heißt, wir möchten dann mal rein. Und da dann mal rein. So. Und da auf das Gleis können die nicht. Okay. Dann nehmen wir die Geschichte ein Stückchen da hinten weg. Hier drauf können. Und hier wird man dann nochmal eine X-Weiche reinsetzen. So. Doppelkreuzungsweiche. Ähnlichen Schnickschnack werden wir jetzt hier auch machen. So, ihr Freunde. So, das rechte Gleis zum Einfahren, das ist das rechte Gleis zum Abfahren. Das heißt, wir müssen dann hier irgendwann mal darüber. Mit diesem Gleis Strömung zu groß. Momentchen. Fahren dann mit dem da rein. Kommen von da, fahren hier rein. Da rein wollen, das ist okay. Und kommen dem Gleis da drauf. So. Und zur Not auch noch da dann drauf. Jetzt schauen wir mal. Wieder auf der Höhe. War ja fast klar, dass ich jetzt hier wieder nicht darf. So müsste das passen mit der Höhe. So. Und mit dem Gleis. Darf man da reinfahren. Jetzt da drüben auch gemacht. Mal. Ah, Himmel. Okay, das passt. Denn wir möchten das ja schon möglichst gerade behalten. Okay, das passt. Und mit dem wir einmal so. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Auf da raus. Da rein. So. Gut. Dann haben wir diese Geschichte hier erstmal fertig. Die Signale werden wir später auch noch setzen. Hier hinten werden auch unsere Primärgleise bleiben. Oder sind das die richtigen? Ja, das sind die richtigen. So, da haben wir jetzt erstmal hier die Geschichte Bahnhofsbau. Das ist ein bisschen weit oben.
Das ist okay. Nur schauen, dass wir hier durchkommen. Fahren hier schön ein Stückchen durch die Stadt. Das nach Möglichkeit auch gerade. Dann möchten wir einmal da rein, beziehungsweise da zurück. Da. Seht schon wieder, oder ihr hört auch nicht, dass der gute Irons schon wieder konzentriert ist. Das so ein gutes Zeichen ist, das weiß ich nicht. So, und von hier rein. Doch, das lassen wir da mal so anhängen. Kommen wir auf jeden Fall. Kommen wir das noch hin? Das kriegt man nicht ganz hin. Dann nehmen wir das hier noch mal ein Stückchen raus. So. So. Aber dann kommen wir hier rein. Halt ein bisschen blöd, dass die Dämme so weit auseinander sind, beziehungsweise die Gleise so weit auseinander liegen. Für viele ein Segen. Für den anderen nicht so wirklich. So, wenn ihr jetzt da draußen irgend so komisches Brummen hört, ich habe das Fenster auf, weil es bei mir ganz schön heiß ist und da draußen sind wieder die Kinder unterwegs mit ihren Übersägen. Da kommen wir nicht ganz raus. Ein ziemliches Wirrwarr und ein Chaos da vorne. Aber wenn wir das hinkriegen, dann könnte das durchaus auch gut ausschauen. Du bist ja optimistisch, Pfeife. Ich weiß schon. Ihr Lieben, der eine oder andere schlägt sich jetzt schon wieder die Hände über den Kopf zusammen. Ich kann es nachvollziehen. Und manchmal weiß ich selber nicht, was ich tue. So. Damit möchten wir dann da rein. Und müssen hier auch noch irgendwie darüber bekommen. Nun müssen wir genau schauen. Kommen wir da rein. Ganz ehrlich, gefällt mir diese Seite ein Stück weit besser. Gefällt mir diese Seite ein Stück weit besser. Grad. Gucken wir mal ganz schnell, wie das ausschaut, wenn wir das hier ein bisschen anebnen. Kriegen wir das hochgezogen. Leise. Natürlich. Mal wenigstens hier eine Ebene reinziehen. Dass die ganze Geschichte nicht so ein bisschen blöd ausschaut.
Auch wenn es das tut. Und das hier ein bisschen weiter. Genau, hier haben wir nämlich Tiefgang. Beziehungsweise die Durchfahrt. Rudi gut. Dann schauen wir mal. Müssen wir uns mal gucken. Hier Pflastersteine. Pflastersteine. Wie schaut denn das aus eigentlich? Sehr schön. Das passt sogar zu der Altstadt von Dresden. Plattenstein dunkel. Was haben wir hier? Schau ich das mal an, was man da alles machen kann. Diesen Straßenpackage und dann halt die normalen Geschichten hier. Wahnsinn. Soll ich mich? Tempo 30 Zone. Das machen wir auch mal. Dann nehmen wir hier mal sogar eine Tempo 30 Zone hin. Mit Gehstreifen, Kraftfahrzeuge, nein. Nö. Oder ziehen wir das ein bisschen krumm hier um den Bahnhof? Jawohl, so machen wir das. Dann gucken wir, ob wir hier rein können. Das schaut wohl blöd aus. Mal so. Eisiger Zone. Zufahrt. Zufahrt. Und dann geht's hier raus. Muss mal schauen. Plattenstein, Fahrbahnmarkierung mit gelber. Noch dieselbe Farbe. Hätte ja gern die andere Farbe. Weiter benutzt. Schaut euch das mal an, was man da. Der Himmel, Arsch, und zur Autobahn, alles dabei. Meine Güte. Schallschutz, Mittelstreifen. 6 Fahrbahnen in 120. Alter Verwalter. Kann man. Oh, Himmel, da kann man richtig viel machen. Meine Güte. So, aber ich glaube. Glauben kannst du der Kirche, du Pfeife. Ich weiß, ich weiß. Ich möchte mal gucken jetzt. Das sind schmale Straßen. Wir bleiben mal bei den dicken. Jetzt noch wüsste, welche das hier war. Aber kommt später. Was wir jetzt machen, ich möchte mal gucken, unser Inselchen. Hier haben wir es doch. Das wird, glaube ich, nicht Asphalt. Nehmen wir Asphalt. Alles zumachen mit Asphalt. Ein bisschen das Bahnhofsgelände. Zumindest mal auspinseln. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen grüne Fläche lassen für eine Wiese. Oder eine simulierte Wiese, weil da ein bisschen Bäumchen reinkommen. Und hier machen wir
wieder sowas ähnliches wie Parkplätze. Wenn mir jetzt noch einer sagen kann, das habe ich leider nicht gefunden, die Möglichkeit, Parkplätze einzuzeichnen sogar. Das wäre natürlich auch noch, ja, der Hammer. So, ein Kiosk. Kann ja sogar ein Kiosk hier stehen. Darf sogar tatsächlich hier ran. Und da mal ein Kiosk hingestellt. Sandkasten brauchen wir hier nicht. Holzplätze auch nicht. Beton, das brauchen wir auch nicht. Wo waren jetzt meine Männchen und Car-Assets? So, jetzt hat er gerade mal eben was geladen. Wie ihr sehen könnt, ja, jede Menge auch wieder neue Sachen mit Seekaffee und. Genau so einen ganzen Pinsel, dass wir hier richtig schöne Wälder ziehen können. Im Pinselradius. Terrarengleichung nicht möglich. Da kann man richtig, richtig geile Sachen jetzt machen. So, da haben wir doch. Hier sind doch. Wenn wir da mal. Hey! Jetzt hat es mich auf den Desktop geschmissen. Gut, ihr Lieben. Ich denke, ich habe gefunden, was das Problem ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst mir gerne einen Daumen und einen Kommentar da. Bis dann, ciao.